Das wunderbar, sehr dynamisch, sehr rhythmisch. Ah, der Teller dreht schneller. Sensationell. Also wenn ich jetzt alles zusammenrechne, seit ich 14 bin, könnte ich mir sicher einen gebrauchten Audi oder BMW kaufen. Es ist ja nicht, dass ich einmal fahre am Tag, sondern dass ich dann gleich öfter hintereinander fahre. Also ich lasse dort sicher, wenn ich einmal hingehe, 30 bis 100 aufwärts. Der Prater ist der Magnet und ich bin der Nagel, irgendwie zieht das immer an. Also wurscht, was ich mache oder mit wem ich was ausmache, wir sind dann immer im Prater, komischerweise. Immer. Also es war immer schon so, dass in meiner Familie Gewalt großgeschrieben war. Ich bin mit 6 das erste Mal geschlagen worden, nur weil ich meine Hausaufgaben nicht machen wollte. Meine Eltern haben sich jeden Tag gestritten wegen Geld, anderen Diskussionen, Eifersucht. Meine Eltern haben viel arbeiten müssen, waren fast nie daheim. Und wenn sie daheim waren, haben sie sich gegenseitig verprügelt und geschlagen. Und oft sind wir dann auch mitgeschlagen worden. Mit 13 hatte ich einen Busunfall und danach wurde eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung bei mir festgestellt. In dieser Zeit habe ich begonnen, mich selbst zu verletzen. Wenn es mich sozusagen nicht ruhig gestellt hat, habe ich einfach irgendwelche Tabletten eingenommen, habe Selbstmordversuche gehabt und ich bin dann auch immer aggressiver gegen meine Familie geworden. Nicht nur wegen der Krankheit, sondern auch wegen die Vorfälle, die was zwischen mir und meiner Familie passiert sind, mit Gewalt und so. Und dann haben mich meine Eltern halt weggegeben, kurz nach meinem 13. Geburtstag. Der Prater hat mir einfach dieses Gefühl gegeben, willkommen zu sein, wie es eigentlich in einer Familie sein sollte. Und beim Dagger da war es dann halt, hier bin ich angekommen, das ist meine Ersatzfamilie. Zeit waren die Leute dort für mich da, die Mitarbeiter, die haben mir immer zugehört und haben mir Ratschläge gegeben und Tipps gegeben. Ich habe relativ schnell versucht, im Tagger da zu stehen, weil es für mich einfach ein Reiz war, etwas zu schaffen und das Vertrauen in mich wieder zu gewinnen. Ich bin dort in meiner Welt und ich kann dort sein, wie ich bin. Ich kann auch einmal die Sau rauslassen, in einem gewissen Rahmen, wo das einfach möglich ist. Und wenn ich dann im Tag da drinnen stehe, lösen sich alle meine Probleme in Luft auf. Ah, der Telefon ist schneller. Sensationell. So, letzte Wende zum Elfest an unserer End. Super, Spotto. Jetzt, here we go. Also ich habe sehr viel erlebt und deswegen bin ich halt vielleicht auch die Person, die ich jetzt bin. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Person bin, die ich jetzt bin. Seitliche Geschichte, ein bisschen schön. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Oh nein!
Wunderbar, nochmal ist Denise.